Ah ja, müsst ihr da Schutz drauf knallen. Oh, Sonnenfee. Das ist im krassen, das haben wir nur Enton gesehen. Enton. Den Pilz. Na, wilde Pokémon eigentlich glaube ich gar nicht, oder? Ein bisschen gucken hier. Ja, Merl, gibt's auch überall, du hässliche Ratte? Okay, ist das nicht hässlich. Irgendwo ist es auch niedlich, es nervt, nur unheimlich. Das ist neue Radfratz, glaube ich, wie hier. Ja, Enteron, Merl, das wissen wir jetzt. Ich laufe nur drei Pokémon ab, wenn bis dahin nichts zu essen gekommen ist, dann hau ich ab. Man muss sich schon ein bisschen umgucken, nicht, dass es vielleicht zufälligerweise irgendein ganz geiles Pokémon ist, das man unbedingt haben will. Okay, Lunastein. Ich glaube trotzdem sind noch zweimal. Also, noch zwei Pokémon, dann geht's hier weiter. Das kann auch nur sauer laufen, so ewig. Ich kann nicht schön sprechen. Ja, du Fliegenpilz, du wirst, dass es dich gibt. Laufe. Das ganze Abend aufnehmen, morgen früh mal erst bearbeiten. Boah. Ah, genau, und Linfu gab's hier. Okay, dann habe ich mir das auch wieder zurück ins Gedächtnis gerufen. Dann kann ich jetzt beruhigt in die Höhle gehen. Das wichtigste Pokémon haben wir hier gesehen. Ja, jetzt also für mein ganzes Team immer nur das Kampf-Pokémon machen. Jo, wir sind hier sowas von richtig. Aber warum lasst ihr uns jetzt nicht durch? Och nee, jetzt sagen, labern die Spieler was von irgendeinem... Ich habe immer noch keinen Schuss drauf. Oh, Pipi! Hier geht's also Pipi. Von irgendeinem anderen Ort und ich weiß nicht wohin. Nee. Der vielleicht ist ja jetzt das... Ach, genau. Der Dingens, der Blondie, der hat mir doch... Der hat mir doch dieses Teil da gegeben. Damit kann ich doch bestimmt dieses... Na tolle Mäuse. Diesen Erdhaufen da weg. In der Höhle, wo wir vorher waren. Wenn es das was bringt. Das ist alles, was mir einfallen würde. Jedenfalls. Glaube ich zumindest. Könnte doch durchaus sein. Ja, wenn Team Plasma da jetzt Weg versperrt, komme ich ja auch nicht weiter. Ja, dann muss ich da wieder hinsurfen. Ganz toll. Aber würde ich jetzt mal sagen, mache ich jetzt hier wieder Pause und dann sehen wir uns da vor dem Teil. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich vor diesem komischen Stein. Und wie ich es mir gedacht habe. Okay, das habe ich mir jetzt nicht gedacht. Ich dachte, das läuft einfach weg. Aber ich glaube, das haben wir sauer gemacht. Schon irgendein Geräusch, was es nicht leiden kann. Da kommen wir zum Glück gleich weiter. Das ist doch super. Du musst jetzt wieder so lange rumsuchen. Wenn man ein bisschen nachdenkt, dann merkt man schon, wo man hingehen muss. Also wenn man aufgepasst hat. Ah, fast wieder hoch. Na, jetzt ist unser Weg frei. Oh, da ist das Schiff. Ja, wo warst du denn so lange? Ich habe ewig gebraucht. What the fuck? Ach, ist das sein Schiff? Oder hat er das jetzt... Das von Team Plasma hat das schon gekapert, oder wie? Das haust du jetzt einfach ab? Ich check das wieder nicht hier.
Also ich glaube, hier wird nicht sein. Das ist aber doch das Ding für ein Team Plasma. Nee, brauche ich jetzt erstmal nicht. Na, dann mal rauf drauf. Ja, warum ist der Arenenleiter jetzt abgehauen? Die feige Sau. Geht auch klar. Jetzt muss ich die ganze Arbeit machen. Ein guck mal da. So Déjà-vu-mäßig, ey. Okay, das haben wir locker weg. Sind zum Glück jetzt alle auf dem Level, den wir überlegen sind. Mal gucken. Ah, mich das hat ein Bushi. Auch wieder. Nee, das will man mal. Keine Ahnung. Will ich nicht. Leider schon, wenn du nur 5-mal einsetzen kannst. Nein, 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 nein. Ich will es nicht erlernen. So. Und der Trey am besten. Ja, meistens immer normale Unlicht-Pokémon. Oder auch Gift-Pokémon. Gegen Gift war Boden, glaube ich, gut. Buddeln wir uns mal schnell ein. Amnesie. Ja, okay, das war richtig. Hä? Ach, es denkt ja irgendwas. Der bewirkt was anderes. Soll mir aber egal sein. Ah, es ist eine Initiative, die anscheinend erhöht. Soll mir trotzdem egal sein. Weil es jetzt eh kaputt ist. Irgendwas schreit er gerade, das ist immer das gleiche Zeichen. Soll ich mit der Herren oder woanders lang gehen? Sieht ja einfach schon mal cool aus hier auf dem Schiff. Mimi in der Folge. Lässt du es da rein? Wahrscheinlich nicht, oder? Pennt der? Hier geht's hoch. Aber nicht viel weiter. Kommen wir nur einmal an den Bug. Und bei der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht. Bug oder ach, ich kenne mich ja mit Schiff nicht aus. Ah, hier ist ein Pokéball. Das ist aber auch was Neues, dass die Basis ist, der Böse ein Schiff ist. Hat es jetzt, glaube ich, so vorher noch nicht gegeben. Finde ich eine nette Idee. 67, das war, glaube ich, gerade das, was Bushi ja lernen wollte. Ja, ich hätte mal jetzt echt zwischendurch mal nachgucken können wegen den ganzen TMs. Ach, ich bin noch so ein Honk. Ah, da geht's runter, glaube ich. Also er geht da rein. Ich gehe automatisch hinterher. Ich konnte nichts machen. Och nee, bitte nichts Pol Teleport Dinger Scheiße. Okay, Doppelkampf. Mit dir jetzt mal. Ich war, wusste ich doch, dass die Repeaters einsetzt. War mir aber ganz klar. Weil das nämlich auch die Tante war aus dem Trailer-Video. Lass mich ein bisschen Videos loswerden. Ja, vergiftet ganz gut. Gehe ich auch noch mal trotzdem auf das Videos drauf, aber das bin ich weg. Das war nicht so schlau, Kollege. Ach nee. Okay, es geht. Wir haben noch ein zweites Pokémon, oder? Ah, der Müllsack. Ah, nee, komm, das wird mir jetzt wieder gerade ein bisschen zu heiß. Suki, du darfst auch mitmischen.
Ob ich mal das Sappy Royal da auch. Okay, erhalt das mal. Das ist gut, aber ich gehe trotzdem erstmal auf den großen Müllsack. Nicht so viel, das ist gut. Ist da keine Top-Genesung für sein Ding? Anscheinend ja nicht. Ich hatte den Notes gemacht, wie ich mir dachte, dass erstmal das Goldberg platt macht, dann machen wir es anderen. Haben wir den ersten Trainer denn nicht schon weg? Ja, gut. Sorry, nur, dass nicht irgendein Pokémon kommt. Ja, du blubberst schon für Vergiftung, ja. Ach, das habe ich genau wieder gewusst. Ja, Gift und nicht, das kannst du vergessen. Ah, sorry. Was ist eigentlich für eine Attacke, die das da gerade gemacht hat? Gerade im Überlegen. Das ist ja auch so eine Giftattacke. Ah, den letzten Schlag machen wir noch. Hat das Spiel vorgearbeitet hier? Ich glaube, wir sind noch voll. Nee, wenn du sehr viel tiefer. Volltreffer wäre jetzt richtig dämlich. Ja, haben wir euch voll fertig gemacht. Wie die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Auch wenn es noch nicht im Sink ist. So, was läufst du jetzt wieder weg? Sind meine Pokémon irgendwie geheilt? Nee, natürlich nicht. Da macht sich keiner die Mühe. Wahrscheinlich, das habe ich ja gesehen, da geht eine Treppe runter. Dann müssen wir mal runter den Strom ausschalten, dass wir da überhaupt weitergehen können, weil sonst könnte das wehtun. Ich möchte ja nicht unbedingt durch so ein Stromgitter gehen. Ich glaube, das tut, glaube ich, weh. Ich sollte es lieber lassen. Noch einmal noch. Wie schade, dass sie wirklich so richtig schöne Schockanimation haben. Fände ich nur lustig. Eigentlich würde ich noch mal oben gucken, fällt mir gerade ein. Aber kann ich bestimmt gleich noch mal gucken gehen. Jetzt quatsch doch nicht so viel mit denen. Na toll. Kann ich da immer hoch, kurz hochgehen? Ja gut, die lassen wir nochmal eben kurz gehen. Wir sind ja ganz freundlich hier. Und noch was für die Medizintasche, irgendwas. Aber ich glaube, müssen wir gegen die kämpfen? Nö. Ach, das ist ja nett. Aber die jetzt hier. Oh, können wir vielleicht ein paar Türen abgehen? Das wird lustig, Freunde. Oh, wen habe ich? Von Mimi, okay. Ach, Bedroher, das ist doof. Ich finde es aber noch cool, dass der Sprungkick noch nie daneben gegangen ist. Du machst jetzt nicht Gesichter. Wie heißt das? Ach genau, Grimasse. Komm, verlieb dich in mich. Ach nee, nicht Schaufler. Schaufler ist doof. Ah gut. Ich habe schon Angst gehabt, dass es jetzt wehtun könnte. Aber es hat okay, er hat mir getan, aber nicht so, dass sie umgefallen ist. So, gleich schnell wieder Trank drauf. Hat mir hier, glaube ich, auf der ganzen Etage. Du kämpfst, glaube ich, auch nicht, oder? Vier. Nur die, die laufen, die kämpfen gegen uns. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Die Plasmodelle, die sich nicht bewegen, die kämpfen nicht gegen uns. Nur den Bewegen müssen wir ausweichen. Ah, das hast du bestimmt Cleopatra. Ah, nee.
Pikachu und Draghi. Also wäre es schön, dass jetzt mal eine größere Pokémon-Auswahl da ist. Also bei den Plastimon. Das war ja beim ersten Teil etwas dürftig. Müsste ich mir gerade sagen. Die sprechen mich aus, sind ja beide weiblich. Komm, das kriegen wir noch vor klein, bevor du da Nutzen für deinen Clownwetzer machen kannst. So. Super gemacht, Mimi. Oh ja, der hat aber auch schon ordentlich Status. Werte von der Spezialverteidigung ist recht gut. Okay, jetzt tausche wieder. Dann kommen jetzt diesmal wieder Rain nach vorne. Ich will tauschen und nicht Items ändern. Mein Gott. Gehen wir erstmal links alles ab. Oder beziehungsweise aber von oben nach unten durch.